Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Fachtheorie schnell und einfach erklärt. Mein Name ist Maler Metz Max Thiele und heute geht es um die pH-Wertskala. Ich weiß, das ist so ein kompliziertes, verwirrendes Thema, wenn man sich im Internet so ein bisschen umschaut. Das muss es aber auch nicht sein. Ich habe es dir so kurz und knapp, so einfach wie möglich zusammengefasst. Das folgt jetzt im Video und ich hoffe, du kannst es dir dadurch viel besser merken. Du kannst die pH-Wertskala wirklich auswendig, so zumindest von 0 bis 14, dass du weißt, was 0 ist oder in dem Bereich von 0 und was im Bereich von 14 ist und so. Dass du es dir einfach besser merken kannst. Aber nicht lange um den heißen Brei herumreden. Jetzt geht's los nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, zuerst einmal ganz klar, pH ist eine Abkürzung von Potentialhydrogenium und das bedeutet so viel wie die Wirksamkeit des Wasserstoffs. Na, hast du es sofort verstanden? Du brauchst natürlich jetzt keine weitere Erklärung mehr, das erklärt sich ja völlig von selbst. Lass uns das mal ein bisschen vereinfachen. Der pH-Wert ist nichts weiter als ein Messwert zur Säuren- und Laugenstärke. Doch du hast genau zugehört und weißt natürlich, dass es eine pH-Wertskala wohl noch gibt. Und auf dieser Skala muss ja irgendwie jetzt ermittelt werden, ob etwas sauer ist oder ob etwas eine Lauge bzw. basisch oder alkalisch ist. Aber darauf kommen wir jetzt gleich zurück. Diese Skala baut sich wie folgt auf. Es gibt einmal die 0, die ist extrem sauer, saurer geht es auf unserer Skala nicht. Und dann setzt sie sich fort bis zur 14. Und die 14 ist extrem alkalisch bzw. basisch. Das ist das exakte Gegenteil von unserer 0, der Säure. Alles, was dazwischen sind Richtwerte bzw. Mittelwerte. Und genau der Mittelwert, also zum Beispiel die 7, das ist neutral. Wenn etwas nicht sauer oder basisch ist, dann ist es, wenn es exakt die Mitte ist, dann ist es neutral. Und das ist die 7. Wir könnten also sagen, von 0 bis zu 6, das sind die Säuren. 7 sind die neutralen Lösungen und von der 8 bis zur 14, das sind die Basen, Laugen bzw. das sind die alkalischen Sachen. Wie auch in diesem Beispiel gibt es natürlich verschiedene Stoffe, die einen gewissen pH-Wert haben. Und um es dir mal ein bisschen zu verbildlichen, damit du eine Referenz hast, ne, mal einen Vergleich. Was ist zum Beispiel mit pH-Wert 2, das ist eine Zitrone. Ja, dass du mal so ein Beispiel hast, habe ich dir jetzt mal folgende mitgebracht. Den pH-Wert von 0 haben zum Beispiel Batterien, den von 1 hat unsere Magensäure, den von 2 eine Zitrone, die von 3 Essig, den pH-Wert von 4 eine Tomate, den von 5 unser Kaffee, den von 6 Milch, den von 7 Wasser, unser Leitungswasser zum Beispiel. Dazu muss man sagen, der schwankt zwischen 6,5 und 7,5. Den von 8 hat unser Blut. Den von 9 hat Backpulver, den von 10 haben Magentabletten, den pH-Wert von 11 hat Ammoniaklösung, den pH-Wert von 12 hat Seife, den von 13 hat zum Beispiel Bleiche und den pH-Wert von 14 hat zum Beispiel Rohrreiniger. Ich hoffe, das konnte dir ganz gut helfen, dass du mal ein Beispiel dafür bekommst, was hat welchen pH-Wert ungefähr. Und vielleicht als kleines Nice to Know, unsere Haut übrigens, unsere menschliche Haut, hat einen pH-Wert von 5,5. Das ist, ja, eher im sauren Bereich. Und das hat viel mit unserer Ernährung und unseren Umwelteinflüssen zu tun. Doch wie können wir jetzt den pH-Wert ermitteln? Wir haben jetzt also eine Skala, wo wir festgelegt haben, das sind Säuren, das sind neutrale Lösungen und das sind die Basen und Laugen. Doch wenn wir jetzt etwas prüfen wollen, wie prüfen wir es? Es gibt drei Methoden und die erste ist zum Beispiel die Prüfung mit Universalindikatorpapier. Die zweite wäre eine Prüfung mit Universalindikatorlösung und die Nummer drei wäre die Prüfung mit einem Messgerät. Wenn du mal sehen möchtest, wie man zum Beispiel mit einem Universalindikatorpapier den pH-Wert prüft, zum Beispiel von Beton oder so, dann schreib mir gerne in die Kommentare, vielleicht mache ich ein separates Video dazu, dann wird es eine kleine Serie oder so, wenn es dich interessiert, ja, wie eine von diesen drei Prüfungsmethoden funktioniert, wie man sie durchführt, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich werde mein Bestes tun, um dich aufzuklären bzw. um dir das mal so zu zeigen. Das wäre es jetzt aber auch mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da. Ansonsten abonniere doch schnell den Kanal, dann verpasst du nichts mehr. Jede Woche Samstag kommt ein neues Video raus und in Zukunft ist da schon eine Menge geplant. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg, eine angenehme Restwoche und ja, bis zum nächsten Mal. Dein Malermeister Max Thiele. Ciao.